Hallo ihr Lieben, das wird jetzt eine etwas größere, längere Kiste hier und das ist ein gewisser Witz für mich, dass ausgerechnet ich, der mit tatsächlich einer gewissen Verachtung für das Bürgertum groß geworden ist, jetzt gleich einen Text lesen werde von dem Philosophen Joachim Ritter, der den schönen Titel trägt, Das bürgerliche Leben. Und ich kann das mir selber nur so erklären, dass, wie soll man sagen, das Bürgertum eben nicht das Bürgertum ist. Was soll das heißen? Also Bürgertum in dem Sinne, wie wir es jetzt gleich hören werden, ist eben nicht eine spezifische Schicht, eine bestimmte Klasse oder so etwas oder auch nicht irgendwas, was sich mit ganz bestimmten Werten oder so verbindet, sondern vielmehr das Resultat einer Beteiligung an einer ganz bestimmten, sehr, sehr spezifischen, besonderen Staatsform, die Moderne niemals realisiert hat. Also wenn man sich mit dem antiken Begriff des Polites oder des Zives auseinandersetzt, dann muss man realisieren, dass es sowas wie Bürgerlichkeit in der Moderne gar nicht gibt, weil wir die entsprechenden Verfassungen, die entsprechenden Staatsformen niemals entwickelt haben, die sozusagen uns überhaupt erst zu Bürgern machen. Also wir sind sozusagen alle gar keine Bürger, entgegen dem modernen Verständnis, zumindest wenn wir ein antikes Verständnis des Begriffes ansetzen. Und das lässt sich begründen und ich hoffe, dass ich in diesem Text gleich von Joachim Ritter etwas, wie soll man sagen, Bestätigung für diese Sichtweise finden werde, vielleicht auch nicht. Es gibt zwei Vorbehalte dessen, dass ich das lese, also zwei Einschränkungen, zwei Einklammerungen, die nicht unwichtig sind, dass man die vorab erwähnt. Das eine ist, es stützt sich halt alles sehr stark auf Aristoteles bei Joachim Ritter und anders als Joachim Ritter lese ich Aristoteles als extrem reaktionären, antidemokratischen Autor. Für mich ist Aristoteles genauso wie Platon ein Antidemokrat gewesen, ein entschiedener, offener Antidemokrat und deswegen ist alles sehr, 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 sehr mit unter Vorbehalt zu sehen, was er über das bürgerliche Leben sagt und da bin ich also etwas skeptischer und vorsichtiger, als es Joachim Ritter ist. Das ist so die eine Einschränkung. Das andere ist, der Text stammt von 1956 und das bringt mit sich, dass man heute niemand mehr so schreiben würde, wie Joachim Ritter 1956 geschrieben hat. Also ich bitte das zu entschuldigen, die etwas altertümliche und noch elitär-akademistische Schreibweise. Ich weiß, dass auch mein eigener Duktus voller Fremdwörter ist und dass ich auch sozusagen einer von diesen komisch philosophisch oder humanistisch verbildeten Menschen bin, leider. Aber so, ganz so schlimm ist es halt bei mir doch nicht, wie man es jetzt gleich hören wird bei Joachim Ritter. Trotzdem halte ich es für einen möglicherweise sehr erkenntnisreichen, hilfreichen Text. Deswegen lese ich ihn unter dieser Annahme, dass er das ist. Vielleicht werde ich aber auch das dann irgendwann abbrechen, mittendrin in diesem Aufsatz, weil es mir eben doch nicht so produktiv oder ergiebig zu sein scheint, wie ich jetzt gerade am Beginn des Texts annehme. So, also dieser Aufsatz, das bürgerliche Leben zur aristotelischen Theorie des Glücks, ist erschienen in einem Surkamp-Band, wieder neu veröffentlicht worden, der in den schönen Titel trägt Metaphysik und Politik, so sieht das Teil aus, von Joachim Ritter, der Begründer der Ritterschule, aus dem solche Leute wie unter anderem Spähmann, Lübbe oder Odo Markert, könnte man kennen, hervorgegangen sind. Und meine beiden philosophischen Hauptlehrer, die ich an der Uni so hatte, sind beide Ritterschüler gewesen. Und das bringt so einiges mit sich, was vielleicht nicht so bekannt ist. Aber wie auch immer, ich lese jetzt diesen Aufsatz von Joachim Ritter, also sozusagen einem meiner philosophischen Großväter neben Hans Blumenberg. Und schau mal, wohin mich das bringt, als jemand, der entschieden ist, dass wir eine entschiedene Politisierung, Verbürgerlichung und Demokratisierung heutzutage brauchen und dass das tatsächlich die Lösung für nahezu alle unsere gesellschaftlichen Probleme ist, die wir heutzutage haben. Also Probleme, die uns vollkommen unlösbar erscheinen und meines Erachtens auch immer unlösbar bleiben werden, solange wir nicht den Weg einer entschiedenen Verbürgerlichung, Politisierung, Demokratisierung gehen, wie es eben die Moderne bisher nicht getan hat, wie es die Moderne bisher noch nicht gesehen hat. Und dazu stützen wir uns jetzt auf diesen Aufsatz, vielleicht irrtümlicherweise. Also, Joachim Ritter schreibt: Aristoteles fragt in der Nikomachischen Ethik nach dem höchsten Gut für den Menschen. Die Antwort, die er auf diese Frage gibt, besagt, dass dieses höchste Glück Gut das Glück Eudaimonia sei, also hier im Altgriechischen wiedergegeben. So stellen die Menschen es so vor, so stellen die Menschen es vor, so jagen sie ihm nach. Sie wollen das höchste Gut als Glück. Verstehen wir noch, was es heißt, nach dem höchsten Gut des Menschen zu fragen und was diese Frage mit dem Dasein des Menschen und mit dem zu tun hat, was Gegenstand einer philosophischen Ethik ist, fragt Joachim Ritter. Also sozusagen wird diese Frage noch gestellt und verstehen wir die Frage überhaupt? Was heißt denn das höchste Gut für den Menschen? Die Verlegenheit wird in seiner inhaltlichen Bestimmung als Glück nicht geringer.
Die Entwicklung der neueren Ethik seit Kant wird als die Bewegung gedeutet, in die, der sie sich vom Eudaimonismus oder Eudämonismus und seiner Einsenkung der Sittlichkeit in die Affekte und Strebungen der Subjektivität befreit und zum Begriff reiner, an sich geltender Werte und Normen erhoben hat. Also Joachim Ritter verweist darauf hin, dass man also sozusagen die modernere oder neuere Ethik als Wegbewegung von Aristoteles begreifen kann mit Kant. Und dass möglicherweise einige Nachteile und einigen Verlust mit sich bringt. Also man könnte auch mit Blick auf andere Aufsätze von Joachim Ritter sagen, dass Joachim Ritter einer der Philosophen war, die, wie soll man sagen, die blinden Flecken möglicherweise oder die Nachteile einer Ethik, wie soll man sagen, beschrieben haben oder darauf hingewiesen haben, die sich eben auf Kant stützt und auf einen kantischen Begriff von Moral, Ethik, Sittlichkeit und so weiter. Weil die Frage ist, ob man dann Kant gerecht wird. Aber das ist keine Frage, die ich verhandeln werde. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Kant einfach ein recht uninteressanter Autor ist. Das ist eine etwas elegantere Lösung, als zu sagen, irgendwie, man müsse sich da jetzt groß mit auseinandersetzen und müsse Kant gerecht werden. In der Überfülle der Möglichkeiten, womit man sich heute auseinandersetzen kann, muss man eben auch sehr weise wählen, mit was man sich auseinandersetzt und was nicht, wem man überhaupt seine Zeit schenkt. Und insofern ist die bloße Auseinandersetzung, selbst in kritischer Absicht, das schon eine Art Huldigung oder Aufwertung oder Anerkennung, weil man eben damit sagt, dass der andere überhaupt wert ist, dass der Autor überhaupt wert ist, dass man seine wertvolle kurze Lebenszeit dem widmet. Auch wenn man das dann vielleicht kritisch tut, aber man sagt eben, dieser Autor ist überhaupt wert, kritisiert zu werden, während viele zahlreiche Autoren es überhaupt nicht verdient haben, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Und tatsächlich gehört für mich Kant zu diesen Autoren, die das gar nicht verdient haben. Ja, so muss man eigentlich heutzutage vorgehen, dass man also sich überlegt, wer hat denn überhaupt meine Zeit, meine Kraft, meine Aufmerksamkeit verdient. Weil es einfach zu viel gibt. Ja, wir leben in einer Überfülle an Autoren, einer Überfülle an Geschriebenem, einer Überfülle an Gedanken. Und keiner von uns kann das auch noch annähernd erfassen, was alles da draußen ist an Möglichkeiten. Und dann muss man eben schauen, wie man das eben macht, dass man auswählt, dass man wählerisch wird. Wer das Glück zum sittlichen Maßstab macht, setzt die sittliche Norm mit dem Nützlichen gleich. Das ist übrigens sehr nah am pragmatistischen Standpunkt von Richard Rorty. Er gibt ihre Autonomie preis und löst ihre Verbindlichkeit auf. Hier gibt es eine Fußnote, so behandelt noch Nikolai Hartmann Eudaimonismus und Utilitarismus unter einem gemeinsamen Obertitel als Irrwege der Ethik. Mit der Eudaimonie des Aristoteles setzt sich Hartmann nicht auseinander. Ne? Auch Hartmann, Nikolai Hartmann, wer ihn nicht kennt, ich hatte mal diese fetten Bände, die habe ich dann weggegeben, hat mir mal irgendjemand geschenkt oder vermacht, nachdem er gehört hat, dass ich Philosophie studiere. Und der war ein großer Hartmann-Fan und dann hat er diese dicken Lederbände, waren das noch, hat er mir geschenkt und die habe ich alle weggegeben, ja. Auch so. Ne? Also es ist dann faszinierend, wer sich mit wem nicht auseinandersetzt. Joachim Ritter berichtet, Nikolai Hartmann habe sich nicht mit Aristoteles auseinandergesetzt. Der kleine Mensch, der hier sitzt und in diesem Spiel der Großen eigentlich gar nicht mitspielen kann, hat sich mit Nikolai Hartmann nicht auseinandergesetzt, weil wozu? Man könnte versuchen, Aristoteles dadurch aus der Nachbarschaft zum Eudaimonismus herauszubringen, dass man die Übersetzung von Eudaimonia mit Glück vermeidet und stattdessen Heil oder Seligkeit sagt. Aber das wird durch Aristoteles selbst unmöglich gemacht. Seligkeit und Heil als Stand des göttlichen Lebens und als der Teilhabe an ihm heißen griechisch, oh Gott, vielleicht kriege ich das noch richtig hin, Makaristes und werden so von dem unterschieden, was Eudaimonia meint. Also kurz gesagt, man kann das nicht so übersetzen, weil es gibt andere Worte bei Aristoteles dafür, die eben für sowas wie Seligkeit oder Heil stehen. Eben dieses Makaristes, wenn ich es richtig gelesen habe. Makariotes steht hier. Ich habe das O als S gelesen. Also Makariotes. Und werden von dem unterschieden, was Eudaimonia heißt. Das heißt, wir können das nicht so übersetzen, weil dafür gibt es eigene Begriffe. Und es wird bei Aristoteles unterschieden, also können wir nicht Aristoteles retten vor der Kritik, die Kant an ihm übt oder die im Anschluss an Kant an Aristoteles geübt wird, indem wir jetzt eben sagen, ja, das hat Aristoteles alles ganz anders gemeint. Aber an diesem Sprachgebrauch, schreibt jetzt Ritter weiter, hält Aristoteles nicht fest. Er kann eine Stadt oder einen Mann selig und den Gott glücklich nennen. Die Begriffe der Seligkeit und des Glücks verschmelzen bei ihm.
Makarios im Sinne von Seligkeit im Zusammenhang des Lebens, das in anschauender Teilhabe am göttlichen Teil erziehen, nikomachische Ethik, so und so weiter, steht hier in der Fußnote. Also nochmal. Die Begriffe der Seligkeit und des Glücks verschmelzen bei ihm. Dahinter steht die Anknüpfung an die üblichen Vorstellungen von Glück. Also ich denke mal an die damals üblichen Vorstellungen von Glück. Sie sind unbestimmt und vieldeutig. Die Menschen nennen mit Glück sowohl den handgreiflichen sinnlichen Genuss wie das Leben in Haus und Beruf, sowohl Reichtum und Ehre wie die anschauende Teilhabe am Göttlichen, also die Philosophie im platonischen Sinne. Ja. Theoria. Das Leben der Vita Contemplativa ist hier gemeint, wer es mehr mit Hannah Arendt hat. In dieser Breite wird von Glück gesprochen. Der Gebildete denkt bei Glück an etwas anderes als die Masse. Ne, also kurz gesagt, Glück ist, und wahrscheinlich doch nicht nur damals, sondern damals wie heute, ein schwammiger Begriff. Und die Frage ist eben, wie wird jetzt im Anschluss an Aristoteles damit umgegangen, wenn Aristoteles eben den Begriff der Eudaimonia benutzt, um ethische Bestimmungen davon abzuleiten oder darin zu finden. Über diese Vieldeutigkeit kann man nicht hinweggehen. Sie ist für den Sinn von Glück konstitutiv. Das heißt, es ist gar nicht gut, Glück auf irgendwas zu reduzieren, also die Vieldeutigkeit zu reduzieren, aber die Frage ist, kann man das trotzdem irgendwie begrifflich zusammenfassen? Die Frage ist dann, was die Gleichsetzung des höchsten menschlichen Guts mit Glück überhaupt meint. Geht man ihr nach, dann zeigt sich bald, dass hierbei Probleme zum Austrag kommen, die die moderne Ethik weitgehend aus ihrem Gesichtskreis verloren hat. Also das ist sehr typisch für Joachim Ritter, der eben die Moderne immer auch als eine Art Verlust begreift, also als etwas, das, wie soll man sagen, das eben nicht sich einfach als Sieger über die antike Tradition erheben kann und eben sagen kann, das war alles Quark, ja, und wir wissen alles besser und wir machen alles besser und so weiter, sondern die eben auch sagen muss, möglicherweise gibt es eben in dieser antiken, klassischen, europäischen Tradition Schätze oder Sichtweisen oder Güter, die für den Menschen an sich wertvoll sind und wenn er sich ihnen nicht zuwendet oder nicht widmet oder sie nicht anerkennt, was Folgen für ihn hat. Also sozusagen, es gibt eine Weisheit der Antike, die nicht in allem, was wir in der Moderne haben, irgendwie aufgeht oder zumindest irgendwie bisher gewürdigt wurde hinreichend. Also sozusagen, es ist das Konstatieren eines Verlusts in der Geschichte. Und das ist für Joachim Ritter, denke ich, relativ typisch, weswegen er auch tendenziell als sehr konservativer Philosoph gelesen wird von vielen. Und auch zum Beispiel wird die Ritterschule manchmal gesehen als Alternative zur Frankfurter Schule. Das ist aber alles im Grunde unwichtig, weil es nur unserem Bedürfnis nach Einschubladisierung, Kategorisierung Rechnung trägt und eigentlich kaum etwas Nützliches oder Hilfreiches oder Erhellendes beiträgt dazu, das irgendwie zu verstehen, worum es überhaupt geht, wovon die Rede ist. Sie ist in der Erhabenheit ihrer reinen Norm- und Wertbegriffe vornehmer als die klassische Ethik, aber sie hat diese Vornehmheit dadurch erkauft, dass sie den Kontakt mit den Zusammenhängen menschlichen Daseins preisgegeben hat, aus denen die klassische Ethik hervorgegangen ist. Also hier wird nichts anderes gesagt, als dass die moderne Ethik ziemlich abgehoben ist und in Bezug zu den alltäglichen Lebensvollzügen und ihrer Einlagerung in die alltäglichen Lebensvollzüge verloren hat. Und dass also sozusagen der ethische Diskurs der Antike ein recht relativ unmittelbarer Diskurs war, also der stärker an das anknüpft, was man so im Alltag erlebt, als das, was unsere modernen ethischen Debatten und Metaethik und so weiter überhaupt leisten. Wozu natürlich die Philosophie ganz zentral selber beigetragen hat, dass es in diese Abgehobenheit reingeht und vor allem gerade Platon und Aristoteles. Damit endet der erste Abschnitt. Ich lese trotzdem weiter jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, wie lange ich die Videos halte. Ich mache jetzt das wie immer. Ich mache es abhängig von meiner persönlichen Kraft, von meiner persönlichen Zeit, wie mein Alltag gerade ist. Und gerade heute, ihr Glücklichen oder Unglücklichen, habe ich sehr viel Zeit und werde deswegen also relativ viel schaffen, wahrscheinlich an Text. Ich habe eben Muße. Und das heißt, dass dieses Video lang werden wird, vermute ich. Zweiter Abschnitt in dem Aufsatz »Das bürgerliche Leben«. Während die neuere Ethik die Sittlichkeit dadurch zu begründen sucht, dass sie zu dem Begriff von Normen vordringt, die sowohl von der menschlichen Setzung wie von der Natur des Menschen unabhängig sind, geht es bei Aristoteles darum, nach den Gründen zu fragen, die das menschliche Dasein in sich selbst begründen und bestimmen. Ich finde das sehr faszinierend, weil diesen Satz, vor allem dieses, dass die moderne Ethik oder neuere Ethik von der Natur des Menschen zu Normen vordringen will, die von der Natur des Menschen unabhängig sind,
weil mir das überhaupt nicht sinnvoll erscheint. Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren so viel mit der Natur des Menschen auseinandersetzen dürfen, dass ich finde, dass jegliche Ethik überhaupt nur aus der Natur des Menschen überhaupt abgeleitet werden kann. Es kann also keine Ethik geben jenseits des sozusagen der Natur des Menschen, für den Menschen zumindest nicht. Ja, also es wäre albern, eine Ethik oder Moral zu entwickeln, die sich überhaupt nicht interessiert dafür, wie wir Menschen so verfasst sind, wie wir gebaut sind, wie wir funktionieren, biologisch, evolutionär, psychologisch. Das wäre eine Ethik, die eben vom Menschen entkoppelt ist und für den Menschen gar keinen Sinn machen kann, weil eine sinnvolle Ethik eben nur aus dem menschlichen Wesen überhaupt abgeleitet werden kann. Ja. Sorry. Also insofern finde ich diese Formulierung sehr, sehr interessant hier. Aber kommen wir zurück zu Joachim Ritter, den etwas andere Fragen bewegen. Deswegen lese ich den Satz nochmal, damit ich nicht mich vergaloppiere in das, was mich interessiert, und wieder zurückkehre in das, was Joachim Ritter interessiert. Wenn die neuere Ethik die Sittlichkeit dadurch zu begründen sucht, dass sie zu dem Begriff von Normen vordringt, die sowohl von der menschlichen Setzung wie von der Natur des Menschen unabhängig sind, geht es bei Aristoteles darum, nach den Gründen zu fragen, die das menschliche Dasein in sich selbst begründen und bestimmen. Also sozusagen der Wesenskern des Menschlichen, wenn ich das hier richtig verstehe, oder des menschlichen Daseins. Das höchste Gut, Aristoteles nennt es auch in Anknüpfung an Platon das Beste oder das Gute selbst und das Mächtigste unter den Gütern. Hier sind lauter Fußnoten, die alle verweisen an eben die nikomachische Ethik vor allem. Gehört zum menschlichen Leben, weil zu jeder Form von Praxis ein Gutes gehört, auf das sie sich richtet. Also sozusagen ein Zweck, eine Zielrichtung, ein Gut, was das Handeln begründet oder Handeln motiviert. Zwecke würden wir vielleicht auch heute sagen. Und weil es so im Gesamt menschlicher Praxis ein Gut geben muss, um dessentwillen alle einzelnen Güter in ihrer Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit erstrebt werden, das ist eine große Annahme, die man nicht unbedingt teilen muss. Und weil aber die klassische Philosophie denkt ebenso, weil es so im Gesamt menschlicher Praxis ein Gut geben muss, um dessentwillen alle einzelnen Güter in ihrer Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit erstrebt werden, also sozusagen das Gut in den Gütern, das, was die Güter überhaupt zu Gütern macht, das Gute in den Gütern. Genau, jetzt habe ich den Satz verhackstückt, also ich lese nochmal den Satz im Zusammenhang. Das höchste Gut, Aristoteles nennt es auch in Anknüpfung an Platon das Beste, das Gute selbst und das Mächtigste unter den Gütern gehört zum menschlichen Leben, weil zu jeder Form von Praxis ein Gutes gehört, auf das sie sich richtet, und weil es so im Gesamt menschlicher Praxis ein Gut geben muss, um dessentwillen alle einzelnen Güter in ihrer Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit erstrebt werden. So. Der Begriff des höchsten menschlichen Guts hat daher, wenigstens zunächst, nichts mit Norm oder Wert zu tun. Es meint einen Verhalt, der im Bereich praktischen Verfügens liegt und den der Mensch selbst erwirken und besitzen kann. Über die Praxis steht das höchste Gut in Beziehung zur Natur und zum Wesen des Menschen. Diese Beziehung wiederum ist darin begründet, dass Praxis nach Aristoteles zum Wesen alles Lebendigen und nicht nur des Menschen gehört, weil alles Lebendige seine Natur und das, was es von Natur sein kann, im tätigen Lebensvollzug, also in einer Praxis, verwirklicht. Das aktuelle Leben des Lebendigen ist Praxis, Tätigkeit und Betätigung von Möglichkeiten und Anlagen, sodass der Begriff der Praxis allgemein mit dem Begriff der Lebensweise Bios zusammenfällt und synonym ist. Also Leben und Praxis sind für Aristoteles das ein und dasselbe. Ist das nicht schön? Demgemäß bestimmt Aristoteles die Methode der Biologie. Sie erkennt die Unterschiede im Wesen des Lebendigen, indem sie von der Verschiedenheit ihrer Praxis und Lebensweise ausgeht. Hier wird verwiesen in der Fußnote an die Historia Animalium und Partiae Anima. Oh Gott, ich krieg's nicht mehr hin. Also an andere Schriften von Aristoteles, also die sogenannten biologischen Schriften. Praxis des Menschen ist so die tätige Lebensführung des Menschen, sofern sie sich von der aller übrigen Lebewesen unterscheidet, sodass die Frage nach dem höchsten menschlichen Gut den konkreten Sinn hat, den Stand menschlicher Praxis zu bestimmen, in welchem der Mensch als Mensch zur lebendig tätigen Verwirklichung seines menschlichen Seins und seiner Möglichkeiten im eigenen Können und Wirken zu kommen vermag. Also wie verwirklicht der Mensch seine Menschlichkeit? Durch eine ganz eigentümliche menschliche Praxis, die sich unterscheiden muss von der Lebensform, wenn man das so sagen will, aller anderen Tiere. In dieser Zugehörigkeit zur Praxis ist das Gute für Aristoteles mit dem Unwillen des Handelns und mit seinem Telos identisch. Telos, also Ziel, bedeutet zunächst einfach Ende.
Ende ist der Stand einer Bewegung, eines Werdens und so, wo Lebendes wird, einer Praxis, in dem sie zum Abschluss kommt und zu Ende sind. Insofern kann man fragen, ob der Tod das der Ziel, das der Telos des Lebens ist. Dieses Ende kann zufällig sein, durch äußere Umstände und Ereignisse herbeigeführt, sowie das Ende der Reise, der Unfall und das Ende der Blüte, der Hagelschlag sein kann. Aber neben diesem zufälligen Ende gibt es das Ende, in dem das Werden und die Praxis darum zum Abschluss kommt, weil geworden ist, was sein kann und weil erreicht ist, was erreicht werden sollte, also die Erfüllung. Das ist so auch nah an dieser, oder vielleicht ist es das, Unterscheidung zwischen Dynamis und Energeia, für die Leute, die diese Begriffe noch kennen. Potenzial und Verwirklichung des Potenzials. Dieses Ende ist für das Werden und das Tun selbst wesentlich. Es gehört zu ihnen in einem konstitutiven Sinn, weil sie selbst von Anbeginn auf es gerichtet sind und auf es zugehen. Es ist ihr Unwillen und ihr Zweck. Entschuldigung, Umwillen. Ich sage immer Unwillen, ihr Umwillen. Mein Gott, meine Augen werden auch immer schlechter. Also ihr Umwillen, um dessen Willen sie getan werden. Es ist ihr Umwillen und ihr Zweck. Das Ende als Zweck steht daher nicht nur am Abschluss einer Bewegung, sondern es begründet und treibt die Bewegung des Werdens und Handelns von Anbeginn an. Also der Zweck steht am Anfang und am Ende und auch die ganze Zeit in der Praxis ist der Zweck anwesend. Also sozusagen, es ist das Alpha, das Omega und das Mittendrin der Praxis ist der Zweck. So denkt Aristoteles. Es begründet sie so, wie Gesundheit als der Zweck des Spazierengehens zugleich auch sein Grund ist. Wobei man ja auch aus anderen Gründen spazieren gehen kann, als eben um sich gesund zu erhalten. Möglicherweise fallen uns auch noch ein paar andere Gründe ein. Diesen Grund der Praxis, der so identisch mit ihrem Umwillen und ihrem Zweck oder Gut ist, nennt Aristoteles die Natur eines Seienden, weil in der auf das Ende gerichteten Tätigkeit und Betätigung, Praxis, die Anlagen und Möglichkeit verwirklicht werden und zu ihrer Verwirklichung drängen, die dem Lebewesen von Natur und all seine Natur zugehören. Mit Natur meint Aristoteles also einmal die Möglichkeiten und Anlagen selbst, die ein lebendes Wesen kennzeichnen. Weil diese Möglichkeiten aber in der Betätigung zur Verwirklichung kommen und erst dann aktuales Sein haben, wenn sie in der Betätigung entfaltet werden, darum gibt sich die Natur in der Beschaffenheit zu erkennen, die etwas beim Abschluss seines Werdens hat. Also vom Ende her, vom Zweck her, vom erfüllten Zweck, vom realisierten, durch Praxis realisierten Zweck her, kann man die Natur einer Sache erkennen. So glaubt das Aristoteles, dass es sich verhält. Die Natur als Möglichkeit wird in ihrer Aktualisierung und als aktuelle Natur begriffen. Der Begriff der Natur schließt die Bewegung von der Möglichkeit zur Wirklichkeit und so die Bestimmtheit des als Zweck wirkenden Endes ein, indem sie zum Abschluss kommt. So wird von Aristoteles die Beschaffenheit eines Seienden am Ende des Werdens genannt. Sie ist mit dem Zweck identisch, ihre Aktualität ist das Umwillen oder das Beste. Ich weiß nicht, wer hier noch mitkommt, wenn man das so liest, oder wer überhaupt mitkommt, wer jetzt nicht schon viele solche komischen Texte gelesen hat, wer da auch nur halbwegs was mit anfangen kann, weiß ich nicht. Ich kann so halb damit was anfangen. Also mein Philosophiestudium ist einfach schon zu lange her. Deswegen kommen ja auch so komische Verleser permanent unter, wo ich Umwillen als Unwillen lese. Und auch mit meinem Altgriechisch ist es einfach nie sonderlich gut bestellt gewesen und heute halt umso schlimmer, sodass ich auch die Fußnote hier nicht wirklich lesen kann. Es gibt hier eine altgriechische Fußnote aus der Politik des Aristoteles. Ich versuche sie zu lesen. He de physis telos estin hoion gar ekaston estites genedeos telesteses. Tauten famen telen physin einai hekastu. Oh Gott, hor per anthropon hippu eukias. Was auch immer das heißt. Ja, ich habe ich eigentlich nur gelesen, um zu gucken, ob ich das Altgriechische auch nur halbwegs rauskriege. Gräzisten, also Leute, die wirklich Altgriechisch können, müssen immer weghören, wenn ich Altgriechisch lese, weil das wahrscheinlich in ihren Ohren wehtut. Allein von der falschen Betonung her und einigen falschen Buchstaben, die ich falsch lese. In diesen allgemeinen Bestimmungen liegen die Voraussetzungen, die es begründen, warum Aristoteles in der nikomachischen Ethik nach dem höchsten menschlichen Gut fragt. Ne, also es könnte ja rätselhaft erscheinen, warum stellt jemand überhaupt so eine komische Frage? Und es ist sozusagen im Gesamtgefüge der aristotelischen Philosophie, macht das eben Sinn oder muss diese Frage sogar gestellt werden? Das höchste Gut ist mit dem Zweck identisch, auf den die menschliche Natur als Inbegriff der menschlichen Möglichkeiten und Anlagen in ihrer Betätigung im Werden und Handeln bezogen ist. Vielleicht kleine Randbemerkung.
wenn man sich manchmal fragt, warum wird überhaupt die Frage nach dem Sinn des Lebens oder dem Sinn des menschlichen Lebens gestellt? Einen großen Anteil daran hat einfach unsere klassische philosophische Tradition mit Platon und Aristoteles. Also wenn man natürlich diese Tradition nicht kennt, wenn man nie sich mit Platon oder Aristoteles beschäftigt hat, dann kommt das so ein bisschen out of the blue oder auch als Frage, die einfach so abgewiesen werden kann oder als sinnlose Frage behandelt werden kann. Ja, die Frage nach dem Sinn, gerade die Frage nach dem Sinn als sinnlose Frage. Wir kommen halt aus einer Tradition, wo diese Frage auf eine ganz eigentümliche Weise gestellt und beantwortet wurde. Und diese Tradition ist sehr wirkmächtig gewesen und sitzt also sozusagen in der DNA unserer Kultur. Also, dass wir der Sinn des Lebens fragen, hat sehr viel mit altgriechischer Philosophie zu tun, mehr als den meisten Leuten bewusst ist, die sich nie mit altgriechischer Philosophie beschäftigt haben. Oder mit der altgriechischen Philosophie in ihrer klassisch sogenannten klassischen Phase, also in der Phase Platon und Aristoteles. Gibt es einen Stand im Bereich menschlichen Handelns, in dem der Mensch so leben und bestehen kann, dass alles, was er als Mensch sein kann, in seinem eigenen Tun und Leben zur vollen Verwirklichung kommt? Kleine Randbemerkung nochmal. Ich habe eine Zeit lang oder vielleicht auch jetzt noch teilweise kooperiert mit jemandem, der sagt, auf die Frage, also man muss ihm das aus der Nase ziehen, wenn man ihn fragt, warum er das tut. Also dieser Mensch engagiert sich sehr stark politisch im Raum München und ist sehr aktiv, ein sehr verträglicher, sehr viele Fäden zusammenführender Mensch. Und wenn man den fragt, warum tut er das, dann sagt er, wegen der menschlichen Potenzialentfaltung. Also das, was ihn antreiben würde, wäre das Motiv, dass so viele menschliche Potenziale unverwirklicht blieben und deswegen engagiere er sich politisch, behauptet dieser Mann. Und naja, das ist etwas, was man gut mithören kann, wenn man jetzt hier hört, wie Aristoteles über Ethik denkt, über das menschliche Dasein denkt und über das menschliche Handeln und Entscheiden und überhaupt das über das menschliche Leben an sich. Ich lese nochmal den Satz. Gibt es einen Stand im Bereich menschlichen Handelns, in dem der Mensch so leben und bestehen kann, dass alles, was er als Mensch sein kann, in seinem eigenen Tun und Leben zur vollen Verwirklichung kommt? Nach diesem Stand als Zweck oder um Willen menschlicher Praxis muss man aber darum fragen, weil die menschliche Praxis nicht wie die der Tiere und Pflanzen von Natur, Physae, auf ihn hingelenkt wird. Also kurz gesagt, der Mensch wird bestimmt als dasjenige Tier, das seinen eigenen Zweck verfehlen kann, während Tiere und Pflanzen ihren Zweck nicht verfehlen können. Das spiegelt sich dann in so Formulierungen wie der Mensch ist frei zu irren oder der Mensch ist eben auch frei, sozusagen sein Potenzial zu verfehlen, während das Tiere und Pflanzen nicht in dem gleichen Ausmaß könnten, wird behauptet. Ob dieser menschliche Exzeptionalismus, also dieses Denken, das den Menschen zu was ganz, ganz Besonderem macht und als etwas, das eben sozusagen aus dem Rest des Lebens oder dem Rest der Natur hervorsticht oder heraussticht, heute noch Bestand haben kann, wo wir eben sozusagen mittels Evolutionstheorie und mittels moderner Biologie sehr viel mehr die Einlagerung des Menschen in das sonstige Leben betonen, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen von mir selber, dass mir der menschliche Exzeptionalismus, also das Denken, das immer den Menschen als etwas ganz, ganz Besonderes und Hervorragendes begreifen will, immer von mir mit Misstrauen beäugt wird. Mir scheint die Kontinuität des Menschen mit dem sonstigen Leben, also zum Beispiel mit unseren nächsten Verwandten im Tierreich, Schimpansen und Bonobos, sehr viel interessanter zu sein als ein Denken, das fast obsessiv versucht, aus dem Menschen was ganz, ganz Besonderes und ganz, ganz anderes zu machen. Das nur am Rande. Also auch das begründet so ein Stück weit meine Skepsis gegenüber der klassisch europäischen Philosophie mit Platon und Aristoteles. Der Mensch lebt und handelt so, dass sich seine Praxis nicht von Natur, sondern in Einsicht, im Wollen und in der Vornahme pro Haeresis je auf das Gute richtet, um das es ihm geht. Also der Mensch muss sich das Gute vornehmen, er realisiert es nicht von allein, obwohl es seine Natur ist. Und das ist ein ganz eigenartiger Naturbegriff, der daraus hervorgeht. Weil normalerweise sagen wir, das, was sich von Natur ist, realisiert sich eben von allein, ohne Absichten, ohne Intention. Wenn wir jetzt eine Natur vor uns haben, die sich nur durch Absichten, nur durch Intentionen, nur durch Vorsätze realisieren kann, dann ist das eine sehr merkwürdige Form von Natur. Und so wird aber der Mensch bestimmt. Als Natur, die sich selbst verfehlen kann. Als fehlbare Natur. Die einzige fehlbare Natur, die es möglicherweise gibt, zumindest im Denken des Aristoteles. Ihn führt und leitet die Natur als Zweck nicht unmittelbar. Wahrscheinlich braucht sie deswegen den armen Philosophen, der dem armen Menschen nochmal sagt, was seine Natur ist. Also man könnte das auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dieses Denken für Philosophen sehen. Also ganz böse gelesen, wird eine Lücke gedacht zwischen dem Menschen und seiner Natur,
dass der Mensch eben sozusagen seine Natur nicht von alleine realisiere. Deswegen braucht er irgendwelche komischen Menschheitslehrer, aka Philosophen, die den Menschen nochmal helfen, sein eigenes Sein, seine eigene Natur nicht zu verfehlen, sondern ihn darauf hinzuweisen, was seine eigentliche Natur überhaupt ist. Und das ist dann eben eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für eine neue Kaste namens Philosophen. So könnte man das auch sehen. Er lebt und handelt auf Ziele hin, aber diese Ziele entspringen nicht unmittelbar aus seiner Natur oder in der Unschuld des Werdens, die die anderen Lebewesen kennzeichnet. Sie werden von seiner Einsicht gesetzt, sie formen sich aus dem Stoff der Begierden und Wünsche. Wille und Vorsatz entwerfen sie, bedingt von den Umständen, beeinflusst von Zufällen, dem Pfehl des Irrtums unterworfen, vom Blitz der Vernunft entzündet. Sehr poetisch hier gesprochen, sehr interessant, finde ich, dass hier so gesprochen wird. Es gibt viele Tätigkeiten in der Gesellschaft und deswegen gibt es auch viele Ziele. Hier wird wieder auf die nikomachische Ethik verwiesen an dieser Stelle. Sie sind in der Homonymität des Gewollten untereinander ungleich und jedes der Ziele kann dem, der von ihnen hingerissen wird, als das Höchste und als das Beste erscheinen. Das ist wieder sehr nah dran an Platon, der also verschiedene Kandidaten durchspielt. Kann das das höchste Gut sein? Kann das das höchste Gut sein? Kann das der letzte Zweck des menschlichen Handels sein? Kann das der letzte Zweck des menschlichen Handels sein? Oder anders formuliert, ist das die Natur des Menschen oder das die Natur des Menschen? Oder das oder das oder das? Ne? Dass er ein Wesen ist, das nach dem strebt, nach dem strebt, nach dem strebt. Der spielt das so durch und Aristoteles als sein Schüler ist Platon sehr viel treuer, als viele glauben. Diese Vieldeutigkeit des Wollens und seiner Ziele ist für die Wirklichkeit menschlichen Daseins konstitutiv. Das Schöne und Rechte, nach dem die Ethik ausschaut, also in dem Sinne von Ausschau hält, lässt daher so große Unterschiede zu, es wird so sehr von Irrtum und Fehl überschattet, dass man meinen könnte, es sei nichts als von Mensch gesetzte Vorstellung ohne Zusammenhang mit seiner Natur und seinem Wesen. Also was hier gesagt wird ist, weil die Ziele und Zwecke des Menschen so vielschichtig sind, weil wir so vieles wollen können, weil wir unseren Willen, unser Handeln auf so viel Verschiedenes richten können, könnte es erscheinen, dass so erscheinen, dass sozusagen das ganze Wollen des Menschen, auch seine ganze Ethik vollkommen willkürlich, vollkommen random, vollkommen zufällig ist und keinen inneren Zusammenhang hat und es eben sowas wie eine Natur des Menschen auch überhaupt gar nicht gäbe und auch ein Reden von der Natur des Menschen überhaupt keinen Sinn mache. In diesem Sinne hat sich sehr stark die Philosophie des 20. Jahrhunderts entfaltet. Also große Teile der Philosophie des 20. Jahrhunderts können verstanden werden als Zurückweisung der Frage nach dem Wesen des Menschen. Nicht nur die Postmoderne, also nicht nur Poststrukturalismus, Postmoderne, also Autoren, was weiß ich, wie Foucault oder Derrida oder so, oder Deleuze, sondern viele, viele, viele verschiedene Traditionen oder verschiedene Ansätze in der Philosophie des 20. Jahrhunderts sehen in meinen Augen so aus, dass sie also sozusagen vorsätzlich sagen, wir wollen die Frage nach dem Wesen des Menschen gar nicht mehr beantworten, weil uns erscheint das per se gefährlich oder reaktionär oder wenig hilfreich oder kontraproduktiv. Und Joachim Ritter 1956 nimmt eine Gegenposition ein und sagt, das ist sozusagen nahezu gefährlich, ja, diese Frage nicht zu stellen. Diese Frage ist auf eine gewisse Weise unabweisbar. Und deswegen macht es Sinn, sich mit Aristoteles auseinanderzusetzen, als jemanden, der diese Frage nicht nur gestellt hat, sondern ihr einen zentralen Platz in seiner Philosophie reserviert hat. Man könnte auch sagen, die ganze Philosophie des Aristoteles buchstabiert das aus von verschiedenen Seiten, was eben das Wesen des Menschen eigentlich ist und was es eher auch nicht ist. Das bedeutet, fährt jetzt Joachim Ritter hier auf Seite 61 fort, das bedeutet zunächst, dass das Beste als die Natur und als ihr Zweck in der Vielheit und Vieldeutigkeit der Ziele gerade verborgen bleibt. Es kann verfehlt werden. Seine Fragwürdigkeit ist so groß, dass man den Gedanken eines durch die Natur des Menschen selbst vorgezeichneten Zwecks überhaupt als eine Illusion abtun kann. Und so hat das dann eben auch haben das dann auch große Teile der Philosophie des 20. Jahrhunderts gehandhabt. Kleine Randbemerkung zu Hegel. Es gibt Formulierungen bei Hegel, gerade dieser Durchgang durch den Skeptizismus, wo Hegel sehr ähnlich denkt und sehr ähnlich formuliert. Also nach der Devise, dass eben sozusagen Skepsis eine sehr wichtige Durchgangsstation sei, aber dass man in der Skepsis nicht stecken bleiben sollte, weil es eben eine Illusion ist, dass es nicht doch einen inneren Zusammenhang gäbe, der sich finden ließe. Ja? Und dass also sozusagen ein Denken, das im Skeptizismus stecken bleibt, so à la Montaigne oder ähnliches, oder auch antike Skepsis, es gibt ja mehrere Skeptikerschulen, die pyrrhonische Skepsis, die akademische Skepsis und es gibt auch moderne Skeptikerschulen.
dass also sozusagen dort etwas nicht verstanden wurde, weil man sozusagen auf halbem Weg stehen geblieben wäre. Und es gibt also sozusagen eine andere Seite der Skepsis, also wie so ein Bild des Tunnels, in dem man hineingeht. Man geht durch die Skepsis hindurch und kommt auf der anderen Seite verwandelt anders wieder heraus, als man hineingegangen ist. Das ist so eine Figur, die sich bei Hegel sehr stark findet. Wenn ich das hier richtig sehe, ist Hegel an diesem Punkt Aristoteles sehr treu oder denkt sehr ähnlich wie Aristoteles. Aristoteles hat in der ganzen nikomachischen Ethik diese Fragwürdigkeit ständig im Auge. Die Wirklichkeit der menschlichen Verhältnisse drängt sie auf. Man kann über sie nicht hinwegsehen, aber es nützt auch nichts, ein höchstes Gut zu postulieren und dem Menschen ein Ziel zu setzen, das sie der Unbestimmtheit und Veränderlichkeit ihres Wollens zwar entreißt, ohne dass es jedoch mit ihrem Leben und ihrer Praxis zusammenhängt und in ihnen selbst wurzelt. Also kurz gesagt, man kann nicht den Menschen einfach ein Ziel vor den Latz knallen und sagen, das ist jetzt das Ziel des eures Lebens, danach sollt ihr streben, ohne dass es was mit ihnen selber, mit ihrem ureigensten Wesen und ihren ureigensten alltäglichen Lebensvollzügen überhaupt was zu tun hat. Und das wiederum, um wieder eine Randbemerkung zu ziehen, ist gar nicht weit weg von sowas, wie wir, was wir zum Beispiel bei Austin finden, als Philosophie der normalen Sprache, wo man eben sagt, dass man die Regeln des Sprechens den Sprechern vom Mund wegschauen muss. Also sozusagen, die muss sich anschauen, wie Menschen die Sprache faktisch einsetzen, also empirisch. Und dieser empirische Ansatz ist sehr eigentümlich sowohl für die Philosophie des Aristoteles als auch für die Philosophie Hegels. Also der Anspruch ist, dass die Philosophie nur etwas zur Sprache bringt, was sowieso schon da ist, was sowieso schon die ganze Zeit geschieht, es aber sprachlich in seinem Wesen sehr gut trifft oder sehr gut erkennt oder wie auch immer man das sagen will. Also es ist gerade nicht der Anspruch, dass man etwas Neues erfindet, was vorher nicht da gewesen wäre, weil das wäre aus der Sicht dieses Denkens verfehlt, immer schon von vornherein verfehlt oder eben wie dann immer wieder gesagt wird, es wäre Willkür. Es wäre sozusagen falsch, weil es nur ausgedacht ist und weil es eben nicht im, wie dann geredet wird, im Sein wurzelt, in dem, was faktisch sich ereignet oder wir würden heute sagen, vielleicht eher in der Empirie. Also wer denkt, dass das klassische philosophische Denken anti-empirisch sei, weil wir eben in der modernen Wissenschaft einen ganz anderen Empiriebegriff gebildet haben mit bestimmten Methoden und bestimmten Verfahren, dem sei gesagt, es gibt halt auch einen klassischen Empiriebegriff und der Anspruch der klassischen Philosophie ist sehr, sehr, sehr empirisch, mindestens bei Aristoteles. Also nur auszusagen, was wirklich da ist und nichts willkürlich hinzuzufügen über das hinaus, was tatsächlich da ist. Also es ist ein anerkennendes oder wie man manchmal sagt, nur schauendes, ohne hinzufügendes Denken. Und das ist auch der Anspruch Hegels. Also so wie Hegel Philosophie versteht, ist es eben so, dass er meint, die Philosophie würde eben nichts hinzufügen, sondern würde nur beschreiben, was sie sieht und nachvollziehen, was sie wahrnimmt. Also wäre sozusagen, wenn man so will, reine Wahrnehmung des Seienden und Aussage des Wahrgenommenen. Das ist sehr weit weg von einem modernen Wissenschaftsverständnis. Die Erfüllung und Vollendung einer Praxis wird durch ihr eigenes Sein können vorgezeichnet. Was lebendig wird, will es selbst werden. Was es in sich sein kann, drängt zur Verwirklichung. Also es ist immer das Bild vom Keim zur Blüte, wenn man das so als Bild, als Metapher braucht. Das ist also sozusagen die Grundform des Denkens an sich bei Aristoteles. Also alles, was gedacht wird, wird in diesem Bild und in diesem Rahmen von Potenzial, das sich entfaltet, gedacht. Vom Keim zur vollentwickelten Pflanze. Und so wird dann eben auch der Mensch gedacht. Da sagt Aristoteles auch, dass es in der Ethik nicht um Theorie, sondern um Praxis geht. Was sie zu erkennen sucht, hat großes Gewicht für die Lebensführung, wie etwas, das zur Entscheidung oder und zur Wende führt. Aber es ist zugleich schwer erkennbar und deshalb müssen wir, Zitat Aristoteles, wie Bogenschützen das Ziel, das Notwendige auf das Korn nehmen, damit wir es treffen. Also es erfordert eine gewisse, wie soll man sagen, denkerische Disziplin oder auch Disziplin des Wollens oder Disziplin des Fokus, damit der Mensch sein ureigenstes eigenes Wesen nicht verfehlt, behauptet Aristoteles. Und wenn ich es richtig sehe, Joachim Ritter 1956 mit Aristoteles behauptet das Gleiche. Damit beginnt der dritte Abschnitt, das dritte Kapitel, und ich lese weiter, weil noch geht mir der Saft nicht aus. Wie kann Aristoteles gleichwohl von der Natur des Menschen ausgehen, um auf ihren Begriff die Lehre von einem höchsten Gut des Menschen zu begründen? Man hat gesagt, die aristotelische Teleologie der Natur beruhe darauf, dass Aristoteles Verhältnisse, die für den Menschen gelten, dogmatisch und ungeprüft auf die Natur und alles von der Natur aus Seiende übertragen habe.
Finale zweckbestimmte Handlungen gebe es im menschlichen Bereich, aber nicht in der Natur. Ne? So Nikolai Hartmann. Demgegenüber muss mit aller Eindringlichkeit geltend gemacht werden, dass Aristoteles nach dem Gesagten gerade die durch Vorsatz, Wille und Einsicht gesetzten Ziele des Menschen von der Natur als Zweck unterscheidet. Also kurz gesagt, die Kritik von Nikolai Hartmann an Aristoteles geht an Aristoteles vorbei, weil sie gar nicht verstehen, wie Aristoteles denkt. Also ich lese nochmal den letzten Satz. Demgegenüber muss mit aller Eindringlichkeit geltend gemacht werden, dass Aristoteles nach dem Gesagten gerade die durch Vorsatz, Wille und Einsicht gesetzten Ziele des Menschen von der Natur als Zweck unterscheidet. Weil die menschliche Praxis durch Ziele bestimmt und geleitet wird, kann es fraglich werden, ob es überhaupt möglich ist, im Verhältnis zu den menschlichen Handlungen von einem sie begründenden und leitenden Naturzweck zu sprechen. Nicht von der Zielhaftigkeit der menschlichen Handlungen geht Aristoteles aus, sondern von dem allgemeinen Prinzip seiner Philosophie, dass die Betätigung alles Lebendigen die Aktualisierung naturgegebener Möglichkeiten ist und dass so die Natur in ihrer Betätigung zugleich als Zweck zu dem Ende hindrängt, das ihnen Verwirklichung und Erfüllung gibt. Also, wenn ich das hier nicht falsch verstehe, was Joachim Ritter hier schreibt, sagt er Folgendes: Die Kritik an Aristoteles ist, wie wir sie unter anderem, natürlich nicht nur, wie wir sie unter anderem bei Nikolai Hartmann, sagen wir allgemein in der Moderne finden. Aristoteles habe Dinge, die für den Bereich des menschlichen Lebens gelten, auf die Natur übertragen und dadurch also unzulässige Übertragungen gemacht, Kategorienfehler, wie auch immer, und dadurch keinen Naturbegriff ausgebildet, mit dem wir heute noch was anfangen können. Das ist die Kritik. Faktisch ist aber bei Aristoteles was anderes der Fall, was man auch sehr kritisch sehen kann, aber es ist einfach was anderes. Also, es ist einfach ein anderer Sachverhalt. Der Sachverhalt ist der, dass Aristoteles einen Naturbegriff hat, den er dann eher aufs Menschliche überträgt. Also, die Denkrichtung ist eigentlich eher umgekehrt. Es wird von der Natur auf den Menschen geschlossen und nicht vom Menschen auf die Natur. Gibt ein generelles Naturbild entworfen, wo sich dann logischerweise, wenn man nicht den Menschen vollkommen aus der Natur herausnehmen will und sagen wie ihm will, was Aristoteles eben nicht getan hat, der Mensch habe gar keine Natur. Wenn man das nicht machen will, dann stellt sich automatisch die Frage, was denn im Fall des Menschen die Natur ist. Weil diese Frage wird aber deswegen gestellt, weil sie allgemein gestellt wird. Aristoteles ist also jemand, der durch die Gegend geht und bei jedem Ding fragt, was ist denn sein Wesen, was ist denn seine Natur? Und es ist dann einfach so, dass er auch bei den Menschen nicht Halt vor dieser Frage macht, sondern dass er die gleiche Frage, die er an alle Dinge, an alle Sachverhalte, an alles Lebende und teilweise auch an das Nichtlebende stellt, dass er diese Frage dann eben auch auf den Menschen richtet. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass es eine Alternative gab zu dieser Denkform, die heute leider großteils vergessen ist. Mein komischer philosophischer Lehrer hat sie in einem eigenen Buch, das den schönen Titel Überzeugen trägt, rekonstruiert. Also mein Lehrer, der selber Joachim Ritter Schüler war teilweise. Und diese Alternative ist natürlich die Sophistik. Sophistik ist die eigentliche Alternative, gegen die sich Platon und auch Aristoteles absetzen. Und wenn man diese Alternative nicht kennt, also wenn man nicht wirklich versteht, wie die Sophistik gedacht hat, kann man vieles, was Aristoteles und Platon denken, gar nicht verstehen, weil man die Absetzbewegung nicht versteht, weil man nicht versteht, was sie da tun. Und auch die Sophistik hat einen sehr eigentümlichen Menschenbegriff, eine sehr eigentümliche Anthropologie und diese Anthropologie sollte man kennen, wenn man Platon und Aristoteles liest. Liest man Platon und Aristoteles ohne die Sophistik als eigene Philosophie zu würdigen, versteht man nicht, was Aristoteles und Platon da tun. Weil es dann einfach freidreht. Also man wird dann immer missverstehen, was die beiden da getrieben haben, warum sie überhaupt bestimmte Dinge so denken und warum ihnen das auch so verdammt wichtig ist. Also Kurzvariante, sehr verkürzt. Man findet das eben sehr gut auch bei Hans Blumenberg beschrieben. Die Sophistik ist eben eine Anhänger der sogenannten Mängelwesentheorie des Menschen und geht davon aus, dass der Mensch vor allem durch seine Mängel bestimmt ist. Also auch durch einige Fähigkeiten, die er hat, also durch technische Fähigkeiten, mit denen er seine Mängel zu kompensieren sucht. Aber es ist eine relativ bescheidene Anthropologie, eine relativ demütige Anthropologie, die also nicht, wie soll man sagen, den Menschen verklärt zu einer quasi göttlichen Entität, sondern die also sozusagen Menschen und Götter sehr viel mehr getrennt sieht, als das Platon und Aristoteles getan haben, die beide Anhänger von etwas sind, was Platon Homoiosis Theo nennen,
Verähnlichung des Menschen mit Gott. Also das Projekt der Philosophie seit ihrem klassischen Zeitalter, also seit Platon und Aristoteles, ist den Menschen gottähnlicher zu machen und ihn auch so zu sehen, dass das auch seine Bestimmung ist, gottähnlicher zu werden. Und davon leiten sich dann noch so ferne Dinge ab, wie zum Beispiel Nietzsches Übermensch. Also Nietzsche kannte das natürlich alles. Und die eigentliche Alternative dazu ist ein sehr viel bescheideneres Menschenbild, wie wir es eben in der antiken Sophistik finden, das eben den Menschen nicht als ein gottähnliches Wesen begriffen hat, sondern eben eine ganz klare Linie zieht zwischen dem Menschlichen und einerseits und dem Göttlichen andererseits, also die Sphären sehr viel getrennter denkt. Und genau deswegen dann auch davon ausgeht, dass der Mensch zum Beispiel nie sicheres Wissen erlangen kann, dass der Mensch immer irrtumsanfällig bleiben wird. Und dass es auch der Begriff der Wesensverwirklichung, wie wir ihn dann eben bei Platon und Aristoteles finden, überhaupt keinen Sinn macht für den Menschen. Ja, so wird einfach das Wesen des Menschen in der Sophistik nicht gedacht. Und das ist die große, große Alternative, von der sich Platon und Aristoteles absetzen wollen. Wer das alles nachlesen will, der kann es entweder bei Hans Blumenberg tun, unter anderem zum Beispiel in Arbeit am Mythos, aber auch in, oh Gott, kriege ich es noch zusammen, ich glaube auch in der Legitimität der Neuzeit findet man da sowas, also im Prozess der theoretischen Neugierde. Oder man findet das eben in dem Buch meines philosophischen Lehrers Alfons Reckermann und der Titel dieses Buches trägt eben, hat eben den Namen Überzeugen, bei meiner Verlag erschienen. Und hier auf diesem Kanal in aller Länge und Breite besprochen. Also, Aristoteles denkt eben nicht so, dass er sozusagen Dinge, die er beim Menschen sieht, auf die Natur überträgt, sondern er sieht, er hat eine allgemeine Methode, die er auch auf den Menschen anwendet. Auf alles Lebendige, aber eben auch auf den Menschen. Und daher kommt eben seine Frage nach dem Wesen des Menschen und nach dem höchsten Gut und so weiter. Was für alles Lebendige gilt, das muss auch für den Menschen gelten. Auch ihn treibt seine Natur als Zweck in der Macht seiner naturgegebenen Anlagen und seines Seinkönnens. Aber sie tut dies nicht so, dass sie, wie bei den übrigen Lebewesen, sein Handeln unmittelbar führt, sondern so, dass sie verborgen und hintergründig in den gewollten und gesetzten Zielen treibt. Auch hier kann man wieder sehr stark an Hegel denken, der zum Beispiel die Weltgeschichte so denkt, dass Akteure wie in seiner Zeit Napoleon, in unserer Zeit Putin, ja, dass die Akteure der Weltgeschichte Absichten haben, in deren Rücken sich die eigentlichen Zwecke des Geschehens realisieren. Also der Mensch sozusagen, der Mensch denkt, Gott lenkt, könnte man sagen, oder man könnte sagen, der Mensch hat irgendwelche kleinen Absichten, ja, oder auch große Absichten. Und hinterrücks, ohne dass das seine Zwecke sind, realisieren sich die eigentlichen Zwecke. Und das ist ein Denken, das ist in der Antike so angelegt bei Aristoteles. Und das wird von Hegel, ich würde einfach nur sagen, auf die Moderne übertragen, auf die Neuzeit übertragen, modernisiert. Ja, also Hegel ist in großen Teilen ein aristotelischer Denker. Also nochmal die Passage, die mich zu diesem Exkurs motiviert hat. Auch ihn treibt, also auch den Menschen treibt, seine Natur als Zweck in der Macht seiner naturgegebenen Anlagen und seines Seinkonns, aber sie tut dies nicht so, dass sie wie bei den übrigen Lebewesen sein Handeln unmittelbar führt, sondern so, dass sie verborgen und hintergründig in den gewollten und gesetzten Zielen treibt. Dem Wollenden und Handelnden eigentümlich fremd, drängt sie im Spiel seiner Ziele. Die Natur, die ihn nicht unmittelbar bestimmt, zieht ihn als das in seiner Möglichkeiten und Anlagen vorgezeichnete Gute und als Zweck in den Vorstellungen, in denen er sich selbst sein Ziel und das Bild des höchsten Gutes entwirft, dem er nachjagt. Alle tun alles wegen eines Guten, das ihnen das höchste Gut vorstellt. Also kurz gesagt, wenn ein Mensch irgendwas tut, dann kann man mit der klassisch-aristotelischen Philosophie davon ableiten, was dieser Mensch für das höchste Gut hält aus seiner Praxis, aus seinem Lebensvollzug. Und das heißt, es gibt sozusagen für Aristoteles überhaupt keinen Menschen, der nicht irgendeine Theorie hat, was das höchste Gut sei, weil ein Mensch, der keine solche Theorie hat, wäre nicht handlungsfähig. Ja? Also sozusagen, die Menschen unterscheiden sich demzufolge darin, was sie für das höchste Gut halten, aber es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas für irgendetwas höchste Gut hält. So denkt Aristoteles das menschliche Leben, das menschliche Sein, das menschliche Handeln. Das kann man natürlich negieren und kann sagen, nee, das ist nicht so. Aber man kann erstmal anerkennen, dass Aristoteles so denkt. Und dann kann man sich halt seine Gedanken machen, ob das für einen Sinn macht, so das nachzuvollziehen und zu denken. Also nochmal die Formulierung, das ist ein Originalzitat aus der Politik des Aristoteles. Alle tun alles wegen eines Guten, das ihnen das höchste Gut vorstellt oder eben, das sie für das höchste Gut halten. Weil der Mensch in diesen Zielvorstellungen lebt, darum kann er das ihm durch seine Natur vorgezeichnete Beste nicht ohne die Hilfe einer Einsicht erkennen, die ihn hierauf hinweist. Sie ist die Bedingung dafür, also die Einsicht, wenn ich das richtig lese, sie ist die Bedingung dafür, dass er seinen Zweck auch zu seinem Ziel machen kann. Und das bestimmt für Aristoteles die Aufgabe der Ethik. Also
Ethiker sind die Leute, die den Menschen sagen, was sein eigentlicher Daseinszweck ist. Aber andererseits ist das Beste, als die Aktualität seiner eigenen Natur für ihn kein absolut Fremdes und anderes, das ihn, man weiß nicht warum, fordert und zu seinem Träger macht. Das ist nun jetzt eine kleine Volte, wenn ich das richtig lese, gegen Kant und gegen Teile der modernen Ethik. Dieses man weiß nicht warum. Also sozusagen willkürliche Ziele, die von den Menschen von außen gesetzt sind, aber eben nichts mit seinem Wesen zu tun hätten. Das kann nicht gut gehen, das kann es nicht sein, wird hier behauptet von Joachim Ritter. Er selbst ist seine Natur, sie wirkt als die Substanz seiner Praxis in dem, was er meint und will, erstrebt und vorstellt. Daher muss man den Begriff dieses Zwecks auch aus diesen Vorstellungen herauslesen können. Er muss sich in ihnen spiegeln. Sie tragen die Zeichen dessen, was als Grund und als Zweck in ihnen wirkt und treibt. Wenn ich das hier richtig lese, heißt das, Joachim Ritter, Aristoteles, Hegel denken die Geschichte so, dass auch in dem Moment, wo wir unser Sein dadurch verfehlen, dass wir uns etwas Falsches als das höchste Gut für den Menschen, als unseren Daseinszweck vorstellen und ihm nachstreben, dass sich auch in diesen Irrtümern Spuren des Richtigen enthalten. Das heißt, es gibt immer das Richtige im Falschen. Immer. Ja. Und das, wenn man jetzt Adorno mit diesem berühmten Satz mitgehört hat, ja, negative Dialektik und so. Also, das hat schon seinen Grund, warum Adorno sagt, was er sagt. Also, das Gegenteil wird letztlich eigentlich behauptet von Joachim Ritter und eben Hegel und Aristoteles. Es wird also gesagt, noch in dem falschesten, in der falschesten Absicht ist ein Keim des Guten. Das Gute ist sozusagen, weil es das Seiende ist, sozusagen in dem Sinne unsterblich oder unauslöschlich, dass es ein absolut Negatives gar nicht geben kann. Also es gibt sozusagen kein Negatives, das nicht Positives in sich trägt, weil Negatives, das nichts Positives in sich trägt, ist ein Unsein, das es existiert nicht, wenn man das so ein bisschen metaphysisch fassen will. So wird da gedacht. Und was immer auch wir davon halten, können wir erstmal anerkennen, okay, die denken so. Ja, und da können wir sagen, nee, wir denken anders oder das ist alles Schwachsinn. Wer redet denn so komisch oder so? Macht alles keinen Sinn für mich und damit möchte ich nichts zu tun haben. Ist alles möglich. Aber man kann es auch anerkennen, dass es halt einfach es Leute gibt, die so merkwürdig denken. Hier liegt der Grund dafür, dass Aristoteles die Frage nach dem höchsten Gut als Naturzweck mit der Frage nach dem verbindet, was Glück sei und meine. Diese Verbindung ist von höchster methodischer Genauigkeit. Also hier wird sozusagen die technische Qualität betont. Sie ist beispielhaft für eine Philosophie, die sich im Verhältnis zu dem, was ist, jede Konstruktion und Deduktion aus reinen Begriffen versagt, um nichts als wahr zu setzen, was nicht in dem Sinne wahr ist, dass in ihm das im Seienden selbst eingeschlossene Wesen und Sein als das an das Licht kommt. Das ist das, was ich vorhin versucht habe mit meinem Gebrabbel zum Schreiben. Also methodisch ist da eine extreme Strenge am Werk bei Aristoteles und auch bei Hegel. Also wenn man sich anguckt, wir kommen hier so merkwürdigen Methoden, das kommt aus einer gewissen Strenge, die eben vor sich selber beansprucht, sozusagen nur auszusagen, was ist. Sagen, was ist eine sehr klassisch-philosophischer Anspruch, ja. Wer das heute vielleicht ab und zu wiederfindet, der eine philosophische Vorbildung hat, der hört das dann immer mit, woher das denn da so kommt, so merkwürdige Formulierungen wie eben sagen, was ist. Das ist der Anspruch und vor allem ist der Anspruch, nicht mehr zu sagen, was ist. Ich zum Beispiel deute Hegel so, dass er an diesem Anspruch gescheitert ist. Hegel hat sehr viel mehr gesagt als das, was war zu seiner Zeit. Also es gibt ein großes Leiden bei Hegel zwischen Anspruch und realer Philosophie. Und ich halte das für den Mitgrund, warum Hegel so drastisch missverstanden wurde, sowohl von Links-Hegelianern als auch Rechts-Hegelianern, warum Hegel als Zeuge für so viel Schwachsinn herhalten muss. Das kommt aus der internen Spannung der hegelischen Philosophie, dass Hegel den Anspruch, den er sich selber auferlegt hat, nicht wirklich einlösen konnte angesichts einer Wirklichkeit, die sehr weit von dem entfernt ist, wo sie hätte laut der hegelischen Philosophie sein müssen. Also kurz gesagt, der preußische Staat ist nicht das Nonplusultra, was Hegel sich vorstellt, aber zu seiner Zeit gab es eben nur den preußischen Staat und aus dieser Spannung zwischen dem real existierenden Seienden und das, was nach der hegelischen Philosophie eigentlich sein müsste, ist etwas, was die Leute so verwirrt hat, dass sie Hegel immer missverstanden haben. Also Hegel ist, wie so viele Philosophen, einer der permanent missdeutet, missinterpretiert und missgelesen wird. Und man muss Hegel schon sehr, sehr, sehr freundlich lesen, mit sehr viel Principle of Charity, dass man annähernd sich dem annähernd, was er wohl eigentlich gemeint hat. Diese Verbindung ist von höchster methodischer Genauigkeit. Sie ist beispielhaft für eine Philosophie, die sich im Verhältnis zu dem, was ist, jede Konstruktion und Deduktion aus reinen Begriffen versagt, also die sich Willkür versagt,
um nichts als wahrzusetzen, was nicht in dem Sinne wahr ist, dass in ihm das im Seienden selbst eingeschlossene Wesen und Sein an das Licht kommt. Ja, ans Licht kommen ist auch sehr klassisch philosophisch gedacht. Aletheia, Unverborgenheit, ans Licht kommen als Begriff der Wahrheit. Wo es um die Zusammenhänge des menschlichen Lebens und seiner Praxis geht, da genügt der reine Begriff nicht. Das ist, wenn ich es richtig sehe, alles gegen Kant gerichtet. Was es ist und was es sein kann, muss sich an ihm selbst zeigen und in seinem Zusammenhang zur Sprache kommen. Man könnte versucht sein, die Einsicht nur aus den Schlussfolgerungen und aus dem, was der vernünftige Begriff selbst fasst, zu gewinnen. Aber dies genügt hier nicht und so sagt Aristoteles, dass man zugleich von dem ausgehen muss, was über dieses höchste Gut gesagt wird. Die ethische Theorie muss hermeneutisch an die Vieldeutigkeit und Mehrsinnigkeit des menschlichen Daseins anknüpfen, weil nur so Begriffe gewonnen werden können, deren Gültigkeit sich auf das, was ist, bezieht, dies zugleich voraussetzt und stehen lässt. Also kurz gesagt, man darf die Vielfalt des Seienden nicht durch die Theorie negieren. Die Theorie muss den Anspruch haben, vollumfänglich das Seiende, alles was ist, zu umfassen. Und das erklärt auch sehr viel von Hegels Vorgehen, warum Hegel so ein manisch-wahnsinniger war, der über alles gesprochen hat, weil das eben laut Hegels Verständnis von Philosophie der Anspruch der Philosophie sein muss. Also Philosophie sozusagen nach hegelianischem und auch aristotelischem Verständnis verfehlt ihren Zweck, wenn sie eine Spezialistenwissenschaft wird. Also wenn sie sich nur auf über Spezifisches was sagt und nicht zugleich über alles etwas sagt. Ja, also kann es nicht besser ausdrücken. Also es ist sozusagen das Gegenteil, Philosophie wird hier begriffen als das Gegenteil von Spezialistentum. Als die Wissenschaft, die sich auf das Allgemeine richtet und damit tatsächlich auf alles. Ich lese nochmal den Satz. Die ethische Theorie muss hermeneutisch an die Vieldeutigkeit und Mehrsinnigkeit des menschlichen Daseins anknüpfen, weil nur so Begriffe gewonnen werden können, deren Gültigkeit sich auf das, was ist, bezieht, dies zugleich voraussetzt und stehen lässt. Alles andere wäre eine Negation von Seiendem. Indem ich nur auf Spezifisches mich beziehe, schließe ich anderes aus und negiere es damit performativ, indem ich es nicht würdige, nicht anerkenne, nicht mit einschließe in die Theorie oder in die philosophische Tätigkeit. Wir besitzen vollendet ausgebaute ethische Systeme, sieht man aber von ihrer Höhe zurück auf die Wirklichkeit des Menschen, wie sie ist, dann fragt man sich, was die Begriffe des Systems mit ihr zu tun haben. So, an dieser Stelle werde ich jetzt doch abbrechen, dieses Video, einfach weil ich Hunger kriege und weil gerade mein Handy gepiepst hat und ich nachschauen will, wer mir da eine schöne Nachricht geschrieben hat. Ich werde weitermachen, also der Text geht noch ziemlich, ziemlich lang. Es ist ein langer Text, das bürgerliche Leben. Ich schaue mal, wie viele Seiten das hier noch sind. Der Text danach heißt die Politik und Ethik des Aristoteles. Das sind hier noch knapp, ja, circa genau 40 Seiten. Ja, und geschafft haben wir jetzt, schaue ich auch nach. Geschafft habe ich jetzt hier, 57, 7 Seiten. Ja, nur damit man die Dimensionen kennt. Also es werden ein paar Videos werden, das wird wieder eine kleine Videoreihe werden, das Besprechung, das Vorlesen und Besprechen dieses merkwürdigen Aufsatzes von Joachim Ritter. Für hier schließe ich einen Schlusspunkt. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas gibt, mir macht das Spaß, aber eben aus kontingenten Gründen, weil ich eben ein philosophisch verbildeter Mensch bin, dem das Freude macht, sich mit den alten Kamellen auseinanderzusetzen, das muss euch nicht kümmern. Wenn ihr das alles für Schwachsinn haltet, fair enough, also you're welcome. Ja, mir fallen tausend Gründe ein, warum man sich um diesen alten Käse nicht mehr kümmern sollte. Ich bin also nicht sonderlich orthodox in dem, was ich hier vortrage. Es ist einfach mein kontingentes Sein, meine komische, zufällige Lebensgeschichte, die dazu führt, dass ich diesen Text als lustvoll empfinde und dass es mir Freude macht, mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn ihr sagt, dass das für euch anders ist, wunderbar, ja, also ich finde nicht, dass das ein Mangel ist, dass man das kennen muss, dass man sich damit auseinandergesetzt haben muss. Ich denke überhaupt nicht mehr in Kanons. Ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der man noch irgendetwas Bestimmtes kennen müsste, ja, sondern wir leben in einer Zeit der Vielfalt, wo es jedem freisteht, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn erfüllt und beglückt. Und wenn euch Joachim Ritter oder meine komischen Videos oder Aristoteles und Hegel nicht beglücken, dann beschäftigt euch doch einfach mit etwas, was euch wirklich beglückt und wirklich glücklich macht. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss.